Hi und herzlich willkommen bei Shopitopia Zuckerfrei. Schon ganz oft wurde ich danach gefragt und nun ist es endlich soweit. Denn heute möchte ich euch zeigen, wie ihr super leckere Low-Carb-Gnocchi, die zudem auch noch richtig schön proteinreich sind und eine tolle Konsistenz haben, ganz einfach selber machen könnt. Beginnen wir also direkt mit der Zubereitung. Und zwar wird der Teig für die Low-Carb-Gnocchi ganz einfach zusammengemixt. Nehmt euch also euren Mixer und gebt dann zunächst erst einmal 10 Gramm Flohsamenschalen oder alternativ auch 3 Gramm Flohsamenschalenpulver, 2 Gramm Johannesbrotkernmehl, 30 Gramm geriebenen Parmesan und eine Prise Salz hinein und vermixt alles gut miteinander. Jetzt kommt noch 80 Gramm körniger Frischkäse sowie ein Ei dazu. Ja, und dann wird ganz einfach alles noch einmal miteinander vermixt. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist wirklich schon alles, was ihr für die Zubereitung von dem Low-Carb-Gnocchi-Teig machen müsst. Lasst diesen nach der Fertigstellung auf jeden Fall für ca. 5 Minuten ruhen, da die Flohsamenschalen einfach ein wenig Zeit zum Binden brauchen. Bemehlt anschließend eure Arbeitsfläche am besten mit ein wenig Bambusfasern. Diese sind hier einfach besonders gut geeignet, da sie so schön fein sind und einen neutralen Geschmack haben. Und holt euren Teig anschließend aus dem Mixer. Wie ihr sehen könnt, ist dieser nach der Ruhezeit nur noch deutlich fester geworden. Damit ihr den Teig dann ganz einfach weiterverarbeiten könnt, teilt ihr diesen nun am besten in 2 Stücke und rollt jede Teighälfte dann zu einer langen, in etwa daumendicken Rolle. Nachdem ihr mit dem Formen der Rollen dann fertig seid, nehmt ihr euch ein Messer und schneidet nun ganz einfach circa einen halben Finger dicke Scheiben von der Rolle ab. Ja, und dann könnt ihr diese entweder ganz einfach so lassen, wenn ihr euch etwas Arbeit sparen möchtet. Alternativ könnt ihr es aber auch so machen, wie ich bei mir jetzt hier, und die Gnocchi ein wenig schöner formen, indem ihr sie einfach mit dem Rücken einer kleinen Gabel etwas flach drückt. Nehmt euch als nächstes einen Topf mit Wasser, gebt etwas Salz hinein und bringt anschließend alles zum Kochen. Jetzt kommen dann natürlich auch die Gnocchi hinein und dann solltet ihr den Topf auch schon direkt von der Kochstelle nehmen und die Gnocchi dann ganz einfach in dem heißen Wasser für ca. 15 Minuten ziehen lassen. Wer es übrigens gerne ein wenig knuspriger mag, der kann die rohen Gnocchi auch einfach in einer Pfanne zusammen mit ein wenig Olivenöl knusprig anbraten. Ja, und nach der Ziehzeit sind die Gnocchi dann natürlich auch direkt bereit zum Verzehr. Probiert es auf jeden Fall mal aus, denn ich muss sagen, dass ich wirklich begeistert bin von ihrer tollen, klößchenartigen Konsistenz und eigentlich nie geglaubt hätte, dass ich mit diesen Zutaten wirklich so leckere Low-Carb-Gnocchi selber machen lassen. Das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken findet ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de. Einen Link dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Ansonsten schaut auch gern beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut!